Ich freue mich sehr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier in Berlin sagt man, glaube ich, ich freue mich wie Bolle, dass ich hier heute Ihnen etwas präsentieren kann, was sozusagen seinen Ursprung in Nordrhein-Westfalen und noch genauer zu sein im Ruhrgebiet gefunden hat. Die Kampagne Big Beautiful Buildings, als die Zukunft gebaut wurde, beschäftigt sich mit der jüngeren Geschichte, mit der gebauten sozusagen Kultur der Nachkriegsarchitektur der 1950er bis 1970er Jahre. Der Kern der Kampagne hätte auch Zugang gestalten heißen können, denn wir wollen Architektur im europäischen Kulturerbejahr 2018 erlebbar machen. Und zwar über die wissenschaftliche Betrachtung und vielleicht sogar die kunsthistorische hinaus sehr vielen Menschen zugänglich machen. Und wenn ich spreche von wir, dann sind das, Björn Bernhard hat es gerade auch gesagt, einmal ich als sozusagen Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Stadtbaukultur NRW, zu den Initiatoren gehört aber die Technische Universität Dortmund im Lehrstuhl von Professor Christa Reicher und dem Journalisten Dr. Jürgen Tietz, der auch sozusagen in der Ideenfindung und in auch der Namensfindung des Projektes mitgewirkt hat. Ich vertrete, wie gesagt, die Stadtbaukultur NRW, biete jetzt gleich auch, hoffe ich zumindest, einen kleinen Einblick auch in die Kampagne, also auch ein bisschen mehr, zwar das Rampenlicht wird auf die Architektur geleuchtet, aber wir gehen auch ein bisschen hinter die Kulissen. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge, wie wir sozusagen unsere Kampagne auch in diesem Jahr fahren und gefahren haben. Sie sehen hier Nachkriegsarchitektur, und zwar eine ganz bedeutende im Ruhrgebiet. Es ist nämlich die erste Universität im Ruhrgebiet. Und die wurde, natürlich gibt es sehr viele alte und sehr, sehr alte Universitäten, aber diese ist 1965 tatsächlich die erste gewesen, die im Ruhrgebiet entstanden ist und ist sozusagen auch ein Big Beautiful Building. Ich zeige Ihnen gleich nochmal ein paar Aufnahmen von Details. Ich will nur sagen, dass das eben auch ein sozusagen Bautypus oder ein Bauwerk ist, welches wir beleuchten wollen und beleuchtet haben. Morgen findet eine große Podiumsdiskussion zur Ruhr-Universität Bochum statt, denn sie ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Und tatsächlich heißt der Slogan bei der morgigen Podiumsveranstaltung die Sanierung einer Stadt. Denn die Dimension dieser Sanierung ist wirklich die Sanierung einer nicht kleinen Stadt. Nachkriegsarchitektur im Ruhrgebiet, dazu will ich kurz etwas sagen, ist ein erheblicher baulicher Bestand im Ruhrgebiet. Und oftmals entdeckt man sozusagen die Architektur, wenn man sie sozusagen wahrnimmt als Nutzer oder als Eigentümer, erst auf den zweiten Blick gewinnt man sozusagen einen guten, und die Liebe auf den zweiten Blick entsteht häufig erst bei dieser Art der Architektur. Denn wer hätte gedacht, dass in den 80er Jahren zum Beispiel die in der Zeit noch sehr gehasste Industrie im Ruhrgebiet später, nämlich heute, Touristenströme ins Ruhrgebiet lockt, unter dem sozusagen Namen Industriekultur auch sozusagen Kulturbauten hat entstehen lassen, aus einer Architektur, die sozusagen im Vormals durch Eisen, Kohleförderung und Stahlindustrie die Region sehr stark geprägt hat. Wir in unserer Kampagne haben sozusagen auch oder spielen auch mit der Zeit, also nicht nur der architektonischen, sondern auch die des Wirtschaftswunders, was sicherlich im prosperierenden Ruhrgebiet nach dem Krieg auch eben seinen baulichen Ausdruck fand. Man muss sich vorstellen, viele zogen dahin, wo es Arbeit gab. Wenn wir heute über sozusagen Wohnungsnot in Ballungszentren sprechen, vielleicht nur eine kurze Zahl. Im Ruhrgebiet in den 1960er Jahren wurden pro Jahr 570, oder in Westdeutschland muss ich korrigieren, 570.000 neue Wohnungen gebaut. Wir haben uns im letzten Jahr, das muss man sagen, ist Westdeutschland gewesen, im letzten Jahr, wie gesagt, in ganz Deutschland, trotz massiven Bemühungen auf 285.000 Wohneinheiten gekommen. Man kann sich also vorstellen, da wo die Arbeit war, musste Wohnraum entstehen. Und neben dem Wohnraum
mussten auch Schulen entstehen. Und ein bekannter Architekt, der sozusagen zeitgleich hier in Berlin die Philharmonie gebaut hat, nämlich Hans Scharoun, hat zeitgleich im Ruhrgebiet zwei Schulen gebaut, in Lünen und in der Stadt Mahl, die heute noch über 50, fast 60 Jahre sozusagen nach der Entstehung eine voll funktionsfähige Schule beinhaltet, in einem Aula, sozusagen in einem Aulabereich, der, so hatte mir der Musikschullehrer, die die Schule mittlerweile mitbenutzt, gesagt, profitieren sozusagen, die Akustik profitiert von dem Bau der Philharmonie in Berlin, denn da hat Hans Scharoun sozusagen auch sein Meisterstück gefunden und somit auch ins Ruhrgebiet einen Teil davon gebracht. Daneben wurden aber auch sehr viele Kirchen gebaut. Zum Beispiel das Zweite Vatikanische Konzil 1962, 1965 hat dazu geführt, dass es sozusagen auch in der Architektur einen Ausdruck fand. Kirchenbänke rückten näher an den Altarraum. Es war ein Gemeinschaftsgefühl in der Kirche gewünscht, was eben architektonisch auch seinen Ausdruck fand. Daneben aber auch, wie hier auf dem Foto zu sehen, Bildungsbauten. Und wenn ich nur einen ganz kleinen sozusagen Eindruck gebe jetzt auf das europäische Netzwerk, weil die Fragen kamen ja auch hier im Publikum nochmal auf, die Technische Universität Dortmund als Projektpartner ist sozusagen verantwortlich und füllt dieses auch sehr gut aus, dieses europäische Netzwerk zu gründen, denn es gibt viele deutsche, aber auch internationale und europäische Netzwerke, die sich um die Nachkriegsarchitektur kümmert, die ja eben kein sozusagen Nordrhein-Westfalen schon gar nicht, aber auch kein Ruhrgebietsphänomen war, sondern in der Zeit eben nach Krieg eine neue Architektursprache gefunden hat. Hier sehen Sie auch nochmal ein Bauwerk, wir rücken der, Sie sehen das, der Ruhr-Universität etwas näher, das ist das Audimax, auch in die Jahre gekommen, und unsere Kampagne sozusagen ist aufgebaut auf vier Themen. Das eine ist Entdecken, also wir haben sozusagen diese Nachkriegsarchitektur, das werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen, auf der Website präsentiert, in einem sozusagen Bauwerksliste, die sozusagen dazu einlädt, Bauwerke zu entdecken. Wir haben diese fotografieren lassen, deswegen auch nochmal zu den Bildrechten. Ich komme gleich nochmal auf so ein paar Besonderheiten in dem Zusammenhang. Wir haben sie aber nicht nur sozusagen fotografisch festgehalten und in der Website sozusagen in einer Datenbank verewigt, sondern wir machen sie auch erlebbar. Darauf komme ich jetzt gleich nochmal. Und verstehen sozusagen, das ist so die Möglichkeit, die wir eben mit der Website auch geschaffen haben, die Möglichkeit, ja, Daten, Fakten zu dieser Architektur zu bekommen und sich mit dieser eben auch näher auseinanderzusetzen. Das ging durch klassische Architekturführung, aber auch eben, wie ich gleich nochmal ausführen werde, im Bereich der Erlebnisse. Vernetzen, das war wie gesagt eben das erwähnte Aufgabenfeld der TU Dortmund. Wir vernetzen sozusagen andere Interessierte zu dem Thema Nachkriegsarchitektur und fördern da eben den Austausch. Wie machen wir das? Digital und analog war uns ganz wichtig, trotz dieser sozusagen Datenbanken und Informationen, die wir im Web zur Verfügung stellen, aber eben auch über die Website hinaus im Social Media, auf Instagram und Facebook, haben wir sozusagen auch immer einen analogen Teil. Und genauso wie diese sozusagen Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Bochum finden dort eben sowohl digitale Medien statt als auch analoge. Die Website zur Bild- und sozusagen Sprache komme ich gleich nochmal ganz kurz, weil ich hatte den Eindruck, dass das Thema noch ganz interessant ist, also auch, wie geht man mit den Bildern um. Die Website, wie gesagt, bietet die Möglichkeit, sich über die Bauwerke umfangreich zu informieren. Es gibt dort klassische Fakten, Hinweistexte, Adressen und auf der sozusagen auf Google Maps basierten Karte auch Routen zu den einzelnen Bauwerken, sodass jeder, der ins Ruhrgebiet kommt, auch gerne dort seinen Weg sozusagen zu den Big Beautiful Buildings findet. Darüber hinaus haben wir ein sehr umfangreiches Programm, was wir dort auch deutlich machen. Das geht über Führungen und Exkursionen bis hin zu Ausstellungen, Performance,
komme ich gleich nochmal drauf, auf die einzelnen Formate, Filme, die wir gezeigt haben, oder eben auch Auszeichnungen, zu denen ich jetzt nochmal komme. Denn was haben wir gemacht sozusagen mit unseren Medien? Wir haben, das sehen Sie dort unten rechts, auch physisch etwas geschaffen, nämlich ein Award. So gehe ich nochmal zurück. Ein Award, der sozusagen die Big Beautiful Buildings aus unserer Sicht, die auszeichnungswürdig sind, auszeichnet. Das heißt, es gab tatsächlich oder gibt tatsächlich immer noch einen Preis, der diese Bauwerke sozusagen prämiert. Und wie dieses sozusagen stattfindet, sehen Sie gleich nochmal ganz kurz. Ganz kurz zur Visualisierung. Sie sehen, wir haben die Architektur nicht direkt in den Fokus gerückt. Sie sehen also bei uns auch keine klassische Architekturfotografie, sondern wir haben erst auf den zweiten Blick sozusagen erst die Architektur visualisiert. Denn wenn Sie sehen, da scheinen Gesichter und auch sozusagen eine atmosphärische atmosphärische Wirtschaftswunderfotografie heraus. Da haben wir das große Glück gehabt, auf unseren Medienpartner, den WDR, setzen zu können. Der WDR, das ist für jeden zugänglich, wen es interessiert, auf WDR Digit, das ist eine Plattform im Internet. Da werden sozusagen Fotoalben, Familienalben, Fotos und Videos sozusagen von Privatpersonen digitalisiert und ein Riesenfundus sozusagen an Fotos, die in dieser Zeit, in den 1950er bis 1970er Jahren entstanden sind, und Videos, häufig dann auch Super 8 Filme, sind dort eben digitalisiert, die wir auch genutzt haben. Wir haben die Urheber sozusagen ausfindig gemacht, das war nicht immer ganz einfach, aber da hat uns der WDR unterstützt und mit Zustimmung der Urheber konnten, wie gesagt, auch solche Dinge entstehen, dass wir die Zeit aus der Wirtschaftswunderzeit eben mit in diese Visualisierung genommen haben. Ganz kurz erwähnt haben wir schon die Auszeichnung, nämlich ein Award zu konzipieren, die 3 Bs, Big Beautiful Buildings oder besondere Bauwerke, hat man daraus auch schon mal gelesen. Das sind sozusagen für uns ein Vehikel gewesen, Bauwerke tatsächlich auszuzeichnen, deren Nutzer, deren Eigentümer oder eben auch die sich berufen fühlten, sozusagen diesen Preis auch entgegenzunehmen. Hier im Hintergrund sehen wir zum Beispiel auch ein besonderes Bauwerk, das ist nämlich ein Krugerbad, also wir haben auch ein Schwimmbad ausgezeichnet, auch das ist für uns ein Big Beautiful Building, das ist eines der größten Freibäder sozusagen Deutschlands im Ruhrgebiet, auch in die Jahre gekommen. Es gibt da noch einen 10 Meter Sprungturm, aber alles auch sozusagen schutzwürdig und wir hoffen, dass wir dort auch mit unserer Auszeichnung, das haben wir auch gemerkt, durchaus zum Nachdenken, Umdenken beigetragen haben. Also die Eigentümer ihrer Immobilien waren nicht selten überrascht, dass wir ihr Bauwerk für besonders auszeichnungswürdig hielten. Viele der zum Beispiel Rathäuser, die wir ausgezeichnet haben aus der Zeit, da haben also auch die Mitarbeiter, die bei der Auszeichnung häufig zugegen waren, gestutzt und gedacht, naja, gucke ich mir doch meinen Arbeitsplatz nochmal etwas genauer an und habe die Möglichkeit, auch da nochmal was über die Architekturgeschichte zu erfahren. Und nicht selten sozusagen ist dort auch herausgekommen, ja, dass man mit einem anderen Blick auf seinen Arbeitsplatz, auf seine Architektur, die einen umgibt, einen anderen Blick gelegt hat. Ausgezeichnet haben wir mit einem Label und einer Infotafel mit QR-Code sozusagen auch die Möglichkeit, direkt an dem Gebäude Informationen zu bekommen. Es ist eine temporäre Auszeichnung, auch wenn uns sehr viele Eigentümer doch gebeten haben, diese dauerhaft hängen zu lassen, haben wir gesagt, es ist eine temporäre Auszeichnung, es ist keine Denkmalplakette, da hätten wir auch Probleme bekommen mit den Denkmalämtern, sondern es ist eine temporäre Auszeichnung, die auch im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres am Jahresende schon wieder entfernt wird. Und Sie sehen, ganz unterschiedlich in der Größe, hatten wir am Anfang erst Bedenken und haben gedacht, naja, welcher Eigentümer, welcher Nutzer möchte so ein sozusagen Emblem auf seinem Bauwerk haben? Das machen wir dann vielleicht so klein wie eine Denkmalplakette und schon haben wir erfahren, das konnte gar nicht groß genug sein. An den großen Bauwerken, an den großen Big Beautiful Buildings machten sich natürlich kleine Label auch nicht so gut, deswegen haben wir da auch bei den großen Bauwerken große Labels benutzt. Wir sind hier nach wie vor noch an der Ruhr-Universität Bochum beispielhaft mit 2 Auszeichnungen, nämlich der Universitätsbibliothek und dem Musischen Zentrum.
Bauwerke ganz unterschiedlicher Art. Ich hatte es eben schon mal gesagt, vom links oben das Musiktheater im Revier von Werner Runau, ein Bauwerk, was wir zuerst ausgezeichnet haben, völlig unumstritten, eines der schönsten Theater der Welt. Wenn Sie in Gelsenkirchen sind, kommen Sie gerne mal vorbei. Es macht etwas deutlich, nämlich, dass das nichts mehr mit den Theaterbauten vor dem Krieg zu tun hatte. Es ist völlig transparent, die Stadtgesellschaft konnte auf die Theaterbesucher schauen. Eine vorher architektonisch völlig unmögliche sozusagen Lösung hat Werner Runau, der zu der Zeit, als er es gebaut hatte, noch sehr jung war, mit Yves Klein eine Bauhütte betrieben in Gelsenkirchen. Und in dieser Bauhütte wurden diese sozusagen Architekturen entsonnen und entsponnen. Daneben sehen Sie auch eine Kirche von Hans Scharoun in Bochum. Kaum jemand wusste über diese Kirche. Es ist aber tatsächlich ein Kirchenbau der besonderen Art. Dann sehen Sie dort drunter das zweite Bild auf der linken Seite, die Hügelhäuser von Mahl, auch eine besondere Architektur, die in den 60er Jahren entstanden ist. Aufgrund der großen Wohnungsnot versuchte man Platz sparen zu bauen, ähnlich wie heute eine Herausforderung in der Architektur. Und so sehen Sie sozusagen mehrere Bauwerke. Wir haben insgesamt und werden jetzt, sind wir jetzt gerade bei 30 und werden dies, also sozusagen in diesem Jahr noch 10 weitere Auszeichnungen haben und werden dementsprechend 40 Bauwerke ganz unterschiedlicher Art auszeichnen. Links oben vielleicht zur Erklärung, es ist auch nochmal ein besonderes Bauwerk neben dem Schwimmbad rechts unten. Links oben sehen Sie einen Revierpark. Man muss sich vorstellen, im Rahmen der sozusagen Wirtschaftswunderzeit ist auch sozusagen das Freizeitverhalten hat sich verändert. Viele Leute haben natürlich nach dem Krieg sozusagen ihre Freizeit in ihrem eigenen Heim verbracht, haben Fernsehen geguckt, Radio gehört. Aber dann auch in den 60er, 70er Jahren war das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, auch sehr groß. Und eine Naherholung sozusagen hat in diesem Freizeitpark Ausdruck gefunden. Also verschiedene Revierparks gibt es im Ruhrgebiet, die Freizeitanlagen von Kegelbahn bis Sauna bis Badeseen beinhalteten. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal ganz kurz ein paar Impressionen von der Auszeichnung. Hier sehen Sie die des Musiktheaters im Revier. Wir haben auch ganz unterschiedliche Formate genutzt. Hier zum Beispiel bei den Hügelhäusern in Mahl ein Nachbarschaftsfest. Also hier sehen Sie nur, wenn man so will, Mieter und Eigentümer dieser Wohnimmobilie. Und die haben sich sehr gefreut, dass sozusagen ihre Innensicht, die immer schon sehr positiv war, nochmal bestätigt wurde. Denn häufig bei den Wohnbauten der 1950er bis 70er Jahre ist die Innensicht durchaus positiver als die Draufsicht von außen. Also wer auf die Hochhäuser und Großstrukturen dieser Jahre blickt, würde eher der Meinung sein, dort nicht wohnen zu wollen. Wir haben aber sehr viele sozusagen Nutzer und Eigentümer gefunden, die sehr, sehr zufrieden sind mit ihren sozusagen Architekturen. Hier die Auszeichnung des Lehmbruck-Museums in Duisburg. Hier ein Insta-Walk. Wir haben auch da, wie gesagt, Social Media verwandt. Ich gehe nochmal ganz kurz, so viel Zeit bleibt nicht mehr, auf sozusagen ein paar Highlights ein. Wir haben einen Architekten gefunden in Dortmund, Richard Schmalleur, der in seinem Elternhaus eine sozusagen Fotoausstellung von Schwimmbädern der Wirtschaftswunderzeit gefasst hat. In der Zeit wurden sozusagen die Freizeit im Kellerbad verbracht und da kann man, wie gesagt, ganz tolle, noch erhaltene Schwimmbäder sehen. Eine Ausstellung, Big Heritage, verschiedene Architekturen, auch über Nordrhein-Westfalen hinaus. Und ganz kurz nochmal Mission Impossible, das ist zum Beispiel auch ein sozusagen Highlight, mein persönliches. Dort hat man sozusagen die Architektur etwas in den Hintergrund gerückt und ein Detektivspiel ersonnen, ein sozusagen Audio-Walk über WhatsApp. Und dort konnten die Teilnehmer mit Anleitungen über WhatsApp sozusagen ein architektonisches Detektivspiel lösen und konnten sich tatsächlich geleitet mit diesen digitalen Medien durch diese Großstruktur bewegen, von dem Keller bis zur Shopping Mall, die dort integriert ist, bis hin zu den Wohntürmen. Und das endete sozusagen im 20. Stock. Dort wurde sozusagen diese Lösung des Rätsels im Grunde genommen gelöst. Und das zeigt also auch, dass viele, die da Interesse hatten, weniger architektonisch, aber sozusagen die Idee, sich mit der Architektur auseinanderzusetzen, die ist dementsprechend dort hier auch sehr, sehr deutlich geworden.
So hoffe ich auf einen besonderen Blick auf eine besondere Architektur und bedanke mich sehr herzlich.